Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum diesjährigen Winter Up Festival Event, was auch immer, auf meinem Kanal. Und ich habe den Server jetzt eingerichtet, das ist alles Chico. Hier haben wir den Spawn, also wenn ihr raufkommt, habt ihr hier quasi den Spawn direkt. Und könnt ihr euch aussuchen, wo ihr bauen wollt. Das heißt, alle sind diesmal eingeladen. Ich habe jetzt 20 Slots gekauft. Ich hoffe, das reicht. Müsste eigentlich locker reichen. Also, ich denke nicht, dass wir da Probleme kriegen. Ich habe ein paar Plugins installiert. Also ich bin ein Noob in Minecraft. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da alles gemacht habe. Aber es wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Wir haben auf jeden Fall einen Chest-Shop. Wir haben einen Schüssel, wo man die Gegenstände quasi rotieren lassen kann, falls man aus Versehen was falsch platziert. Auf jeden Fall ordentlich viele Seiten. Ich weiß nicht, wie man umblättert. Wie blättert man hier um? Wie geht man auf eine neue Seite? Egal. Jedenfalls haben wir Lokette oder Lokett. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Truhen quasi abschließen. Ich werde jetzt mal ganz kurz in den Game-Mode wechseln. So, für euch zur Info, wir spielen auf 1.13. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, dann solltet ihr da mit euch einloggen. Und ich muss mal ganz kurz wieder meine dreckige Cam umstellen, dass sie nicht diesen dreckigen Zoom macht. Danke, dreckige Cam. Eines Tages hole ich mir eine andere Cam. Ja. Huch, ist aber ein bisschen rötlich, die Sonne. So, da wollte ich rauf. Wir nehmen eine Truhe. Zack. Wir nehmen ein Schild. Vielleicht hätte ich mir mehr Truhen machen sollen. Wir machen mal hier so. Zack. So. Dann steht da schon. Platziere ein Schild. Zack. Und dann steht hier quasi privat. Darunter steht mein Name. Und wenn ihr wollt, dass noch ein anderer Spieler Zugriff auf die Truhe habt, dann schreibt ihr einfach den Namen dahin. So. Somit hätte Kackbratze Zugriff auf die Truhe und ich auch. Nö. Ne? Ich dachte, das funktioniert so. Ich habe mir ein Video reingezogen. Ich jetzt blöd? Vielleicht sollte das Spiel existieren. Das ist möglich. Und, ich habe irgendwie einen Shop mit reingemacht. Ich hab keine Ahnung, wie der funktioniert. Ey. Haben wir den hier drauf? Ja, Chest Shop. Habe ich ja euch gerade schon erzählt. Okay. Chest. Ship, ja. Shop. Info. Mit II geschrieben, keine Ahnung. So. What's the item in hand? Okay, what's the item of. Keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Aber ich habe bestimmt ein paar pfiffige Minecrafter dabei, die Ahnung haben von dem Scheiß. Deswegen habe ich den einfach mal reingemacht. Item-Info. Toggle, ich habe keine Ahnung. Es. Chest Shop. Ich kann nicht schreiben, ich bin unfähig. Chest Shop. Wahnsinn. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Müsst ihr einfach mal googeln, dann könnt ihr euch einen eigenen Shop machen. Ich habe halt versucht, so viel wie möglich reinzumachen, was irgendwie Sinn ergibt. Ach, da, cool, da. Help and use. Help und dann höchstwahrscheinlich eine komische Klammer. Eine komische Klammer. Oder Seite 2. Ist das so richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier tue. Help 2. Ah, okay, was haben wir hier? Achso, der Rest ist, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Weiß ich gar nicht. Gibt es hier noch? Chisel, Base Command, ja.
Dünnmap habe ich installiert. Die Dünnpfiff-Map. Alter! Please, Musik, please! Alter. Ich mach meine eigene Scheißmusik rein. So. Braucht den Scheiß nicht. Okay. Was haben wir hier noch? Experience, Function, Game Mode, Game Rule. Das, ich hatte vorher nicht so viele Seiten. Wieso habe ich so viele Seiten plötzlich? 7. Ey, es gibt auch irgendwie so ein Geldsystem hier. Keine Ahnung, ich habe da einfach irgendwas drauf gedrückt. Hey, das hört sich gut an. Das mache ich. Also ich werde mich da auf jeden Fall die Tage noch ein bisschen reinfuchsen. Und dann gucken, was es hier alles so Schönes gibt, was ich mit diesen ganzen Mods überhaupt anfangen kann. Aber ich habe sie, Hauptsache ich habe sie erstmal reingemacht, ne? Time, Trigger, Version, ja, okay. Letzte Seite, was zeigt sie mir an? Whitelist, wow, okay, gut. Nichts Großartiges. Wie gesagt, ich bin hier voll der Kacknoob. Ich habe absolut nicht die geringste Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Aber ihr könnt seit dem Release dieses Videos auf den Server reingehen. Jeder ist eingeladen, jeder kann mitmachen. Und, hups, na ja. Und, ja, alles, was ihr dafür braucht, ist unten in der Beschreibung. Es ist eigentlich nur die IP, weil ich arbeite dieses Jahr nur mit Plugins. Mal test es halber, gucken, was passiert, ne? Und ja. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon fast anfangen. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz. Stimmung. Wir brauchen Stimmung, Freunde. Ja. Ist das dunkel? Ist das duster? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich mich aufbauen möchte. Survival. Wir gucken mal. Wir haben hier auf jeden Fall einen hübschen Berg. Mache ich denn so? Soll ich mich hier direkt auf dem Eis aufbauen? Wie ich der Iceman? Also das hier ist auch ein künstlich angelegter See, den habe ich extra gemacht für das Projekt. Einfach nur, weil ich finde, das gehört einfach zum Winter dazu. Hier. Ja, vielleicht soll ich die Explosion von den Creepern noch ausmachen. Was sagt ihr dazu? Creeper-Explosion aus oder an? Weißt du was? Ich widme mich einfach diesem Hügel und damit, hallo Eisbär. Würde ich sagen, annektiere ich diesen Hügel für mich. Da muss ich erstmal den Scheiß hier zumachen. Obwohl, den kann ich hier als Treppe benutzen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, das ist ganz cool. Ich muss halt nur irgendwie anfangen, mein Häuschen zu bauen. Ich habe jetzt extra dafür gesorgt, dass ich alleine auf dem Server bin für den Anfang. Einfach, dass ich in Ruhe den ersten Platz aussuchen kann. Damit mir keiner meinen Platz wegnehmen kann. Nein, ich habe das einfach nur gemacht, weil ich gerade erst fertig geworden bin. Und da man mich nicht ständig fragen soll, wann ist es fertig, wann ist es fertig, habe ich gesagt, komm, es ist fertig, sobald die erste Folge da ist. So einfach habe ich das dann gehandhabt. Ich würde sagen, wir schlagen mal drauf. Ja, es gibt hier einiges schickes neues Zeug. Es gibt jetzt hier so ein Büchlein. Und da stehen halt alle Sachen drin, die du bisher erkundet hast. Was ich schade finde, ist, dass ich keine Mods installieren kann. Oder ich bin zu blöd dafür. Ansonsten hätte ich gerne den Chisel and Bits Mods wieder drin gehabt. Hätten wir so kleine... hätten wir auf dem Eis so Eisfiguren bauen können. Aber naja. Das war halt so der Plan. Jetzt muss ich mir ein neues Event ausdenken. Es soll natürlich wieder ein Event geben. Und dann wird der beste Bauer dann am Ende ja ein Weihnachtsgeschenk von mir bekommen. Aber wie gesagt, ich muss jetzt meine Pläne irgendwie ändern, weil ich Schissel und Bits nicht reintun kann, weil wir hier auf einem Bucket-Server sind. Vielleicht kriege ich das doch irgendwie hin. Aber dann müsst ihr euch das auch noch runterladen und alles. Und darauf wollte ich ehrlich gesagt verzichten. Naja. Ist ein bisschen schade, dass man keine Mods hat, sonst hätte ich auch das Rezeptbuch wieder reingemacht und alles. Das fand ich ehrlich gesagt schon ganz nice, mit Rezeptbuch zu arbeiten. Ich meine, wir haben jetzt auch ein Rezeptbuch, man muss halt die Rezepte selber suchen. Aber ich habe ja hier meine Minecraft-Profis hier am Start, ne? Also ihr könnt hier sämtlichen Scheiß reinschreiben, der für den Server an Plugins noch gut wäre. Vielleicht kann man auch irgendwie Server-Mods machen, die man nicht extra runterladen muss. Ich weiß es nicht.
Dafür seid ihr zuständig jetzt. Ihr helft mir. So. Wieso habe ich so viel Erde dabei? Richtig. So, ich mache mal hier ein bisschen zu bei mir, ne? Und dann soll hier die Treppe so ansatzweise hochgehen. Mache ich eine geschwungene Treppe? Da muss die aber schon extrem geschwungen sein. Okay, das hier muss weg. Das ist ganz klar. Also ich werde euch jetzt nicht komplett zu 100% mitnehmen. Ich werde auch viele Offlines spielen, weil es ist einfach... Ich kann nicht alles in 24 Tage reinbauen. Das geht nicht. Dann müsste ich ja echt schon 2-Stunden-Folgen machen. Das ist ein bisschen viel. So. Aber wir kriegen das schon irgendwie gebrezelt. Und dann soll hier ansatzweise die Treppe beginnen. Wir können das ja eigentlich schon mit wegnehmen, ne? Ich will ja so ein bisschen die Natur irgendwo beibehalten in dem Ganzen. Soll nicht zu unnatürlich aussehen. Sollte aber auch nicht zu kacke aussehen. So, wenn wir das jetzt so handhaben, dann mache ich hier so einige schicke Treppen hin. Sag mal, ist das ein Angriff auf mich? Leide! Oh Gott, der Wind, oh Gott, ich komme hier nicht, oh Gott. Ist der böse auf mich? Bist du ein böser Bär? Du hast ja auf meinem Platz nichts verloren. Was soll denn der Scheiß? Ich muss ihn jetzt leider töten, sonst wird er mich töten. Glaube ich. Bist du ein böser Bär? Oh, ja. Aber du bist kein starker Bär. Ist aufs Maul, Kleiner. Hier. Yeah. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Das dauert ewig. Kannst du dich einfach sterben? Weißt du was, bleibt da unten. Freu dich deines Lebens. Okay, wir werden hier bauen. Zumindest ich. Nicht ihr. Ihr habt hier nichts verloren auf meiner kleinen Insel. Diese Insel ist annektiert. Das ist meins. Das fand ich ganz cool hier. Irgendwo da hinten, wo war das da hinten? Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier auf jeden Fall noch so einen fetten Fluss am Start. Und da hinten sind irgendwo da hinten sind Eissäulen noch. Und hast du dich gesehen? Also die Map ist schon ganz cool gemacht. Und ich bin sehr froh, auf diese Map gestoßen zu sein. Ja gut, die wurde nicht gemacht, die wurde generiert, weil ich habe einfach nur einen Seed gesucht, der recht cool ist. Und ich finde das gut, dass hier halt so eine kleine Ebene ist, wo wir alle bauen können. Und um uns herum sind die Berge. Also wer mag, kann natürlich da oben auch bauen. Das ist mir völlig Wumpe, nur solltet ihr ja darauf gefasst sein, dass euch niemand besuchen kommt, ne? Na guck mal, ich habe hier sogar eine fette Höhle am Start. Ist ja geil. Ich habe alles, was ich brauche, okay. Doch die Frage ist, wie fängt man an? Wie soll ich anfangen? Soll ich hinten so anfangen? Raus auf den See und Schlittschuh fahren und... Alter, wird das schon wieder dunkel? Was ist denn los? Okay, pass auf. Wir fangen an. Wir packen das hier rein und dann... Wir machen erstmal natürlich alles mit Fichte. Ist ja eine ganz klare Sache, ne? Also hier erstmal scheiß Schnee weg. Erstmal abstecken. Oh, das ist Erde. Erstmal abstecken. Stecken wir so ab. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich mein Haus bauen möchte. Ich hoffe, ihr habt eine bessere Ahnung. Oh, da geht der Mond auf, ne? Könnte ich hier so einen kleinen Garten hin machen? Guck mal, ich habe hier auch Fischis. Ich habe Fischis. Fischchen. Möchte aber auch nicht zu großes Haus haben. Mein letztes Haus, was ich gebaut habe letztes Jahr, das fand ich schon richtig geil. Ich war ein bisschen traurig, dass ich die Map verloren habe, aber jetzt habe ich wenigstens die Gelegenheit, ihr wisst Bescheid, auf auf Plugins zu setzen. Das ist halt die Zukunft quasi, ihr müsst das nicht runterladen, alles ist in Ordnung. Fand ich schon wichtig, dass ihr halt da nicht so viel Arbeit habt, um hier irgendwie Spaß zu haben, sondern dass ihr einfach reinkommt, und dann könnt ihr hier bauen, wie ihr fröhlich seid. Das war mir schon wichtig. Ich hätte ein paar Saplings mitnehmen sollen, ne? Aber gut, zumindest ist mein Haus abgesteckt. So groß wird das. Ich werde es bereuen, aber so groß wird es. Der wird jetzt für immer da feststecken. Ach ja, es ist Nacht. Ich habe keine Waffe. Ich werde hier auf jeden Fall meine Ecke schön sicher machen, indem hier nichts raufklettern kann. Mal gucken, dafür brauche ich auf jeden Fall eine Menge Erde. Hier, geh runter zum Bären. Der freut sich über Besuch. Hey, sonst runter zum Bären. Bär, töte! Töte, Bär! Los, mach ihn fertig.
Und wenn ich dich trigger? Oh. Presto, nein! Meine Verteidigung, sie ist zerbrochen. Oh, da war ein Fisch drin. Zwei Fischis. Oh, guck mal. Hier, für dich. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir einen originell geilen Fisch gegeben. Ich weiß gar nicht, was du gegeben hast. Kann ich dir noch einhändig töten? Okay, das ist, es ist ein bisschen blöd. Dass mir das, der Idiot, der jetzt hinterherläuft. Das ist das Gute, wenn ihr auf dem Server seid, da könnt ihr die beseitigen. Ich sollte aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Creeper keinen Damage machen, weil das ist ganz schön frustrierend, wenn ein Creeper in jemand anderes Haus reinläuft. Kannst hier bleiben, wenn du willst. Viel Spaß. So, was sagt ihr dazu, wenn wir den Tannenbaum dieses Jahr auf den Fluss setzen? Da ist kein Schnee und alles. Ich denke, das kommt ganz gut. Junge, jetzt hau ab! Muss man doch irgendwie ein Schwert basteln. So eine kleine Nervensäge. Aber ihr könnt ja mal sagen, soll ich zumindest das Haus mit euch zusammen fertig bauen? Oder ist euch das egal? Oder soll ich einfach nur zwischendurch Folgen machen? Also ich mache jeden Tag eine Folge. Also zwischendurch heißt so viel wie, dass ich viel offline spiele und dann immer mal wieder was zeige. Du hast nicht mal einen Kopf, Mann! Was willst du? Toll, jetzt habe ich zwei Zombies. Was wollt ihr von mir? Geht nach Hause. So, okay. Schnell, schnell. Ja, ich wollte da gar nicht drauf zu. Ach, scheiß drauf. Ist er schon da? Er ist schon da. Was soll ich machen mit dem Zombie? Komm runter. Ich muss mir unbedingt ein Schwert bauen. Okay. So. Lauf, Zero. Lauf. Der andere Zombie ist nicht hier, ne? Oh, perfekt. Okay, lass uns schnell hier. Nein, das ging anders, ne? Oh Gott, was mache ich denn? Er ist doch schon da. Wo ist das Schwert? Wo ist das verdammte Schwert? Ja, er ist weg. Oh, ist der Rest noch drin oder habe ich den schon aufgesammelt? Was willst du denn hier? Gras, überall Gras. Ah, das Gras kann ich gebrauchen. Ich glaube, rein theoretisch kann man sogar seine Türen abschließen, ne? Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich glaube, man konnte auch seine... Ich will ihn nicht mit dem Fisch töten. Oh Gott! Wie kannst du mich überhaupt sehen? Wie kann man ihm überhaupt einen Crit verpassen, wenn er keinen Kopf hat? Oh, scheiße. Lass mich bloß in Ruhe. Okay. Ich möchte ein Türchen bauen. So. Gut, dann bauen wir halt gleich drei. Ich glaube, man konnte Türen auch abschließen. Vielleicht sollte ich das auf die andere Seite packen. So. Ah, jetzt brauche ich ein Schild. Ich glaube, ich bin mir nicht so sicher, ob das mit dem Schild funktioniert. Gegen ein Schild. War das so? Ah! Ein Profi. Profi Minecrafter Zero. Okay. Nee, ich glaube, das geht nicht, ne? Könnt ihr ja testen. Ihr könnt ja auf den Server raufgehen. Ich glaube, das hätte sich ja eigentlich auch automatisch reinpacken können, ne? Aber wer weiß, vielleicht funktioniert das trotzdem. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oh, es funktioniert. Ich bezweifle stark, dass es funktioniert. Ihr könnt es gerne testen. Ich weiß es nicht. Wie war das? Bucket? Fragezeichen. So. Lokette. Okay.
Ah, rein theoretisch. Also, wenn ich jetzt darauf zeige. Und dann Lockette und dann Lock mache. Die Tür ist abgeschlossen. Diese Commands bringen gar nichts. Naja, zumindest kann man seine Truhe abschließen. Vielleicht, ich werde mir noch ein paar Plugins angucken. Ich war ein bisschen im Stress heute, deswegen konnte ich jetzt noch nicht so viele Plugins angucken. Aber ich werde mich nochmal umsehen und vielleicht finde ich auch etwas, um die Türen abzuschließen. Man kann auf jeden Fall, also ich kann für euch auf jeden Fall euer Haus abstecken, damit es nicht zerstört wird. Ich muss halt nur herausfinden, wie das funktioniert. Und dann kann ich eure Häuser absichern. Das heißt, dass nichts passiert. Letztes Jahr hatten wir da ein bisschen Probleme mit und deswegen konnte ich auch dieses Jahr nicht auf Mods zugreifen, weil ich unbedingt diesen Bucket-Server brauchte. Naja. So, okay. Ich habe mein Häuschen fast fertig. Fast. So, holen wir uns mal den Baum. Ups, den Baum. Jetzt habe ich Schluck auf. Das war der Schreck, als ich gegen die Zombies gekämpft habe. Hoffentlich wird mich jetzt nicht töten. Ich bin so gut wie am Arsch. Und theoretisch kann ich mir auch die reinziehen, ne? Zumindest um geheilt zu werden. Ein bisschen. Aber es könnte hier ruhig öfter schneien, finde ich. Vielleicht finde ich noch irgendwas, damit es öfter schneit. Es soll jetzt nicht durchgehend schneien, weil der Schnee ist halt auch irgendwo ein bisschen lästig, gerade auch beim Bauen. Kann ich komplett nachvollziehen, aber so ein bisschen Schneefeeling, das wäre ganz cool. Oh, die Jungs halten mich am Leben. Okay, der Bär ist ja jetzt weg. Können wir hier weiter drüber nachdenken, wie ich das hochbaue? Ist eigentlich perfekter Schutz, ne? Das heißt, ihr könnt so viele Mobs herbringen, wie ihr wollt. Die kommen hier nicht hin, es sei denn, die sind schlau genug. Eine Treppe zu benutzen. Sind die schlau genug, eine Treppe zu benutzen? Schreibt es mir in die Kommentare. So. Ich werde dann halt hier alles wirklich abrasen, dass ich auf einem kleinen Plateau bin, ohne dass man hochkommt. Vielleicht damit, vielleicht bleibt es dann auch irgendwie ein bisschen natürlicher. Mal gucken. Ah, guck mal, da brennen sie. Ich möchte auf jeden Fall, dass es natürlich gehalten wird. Und der ganze Kram hier geht auch noch weg. Oh, das habt ihr nicht gesehen. Das ist meine Kohle. Alles meins. Alles meins. Habe ich annektiert. Und du kannst weg. Dann packe ich hier noch einen drauf. Ja, wird eng, ne? Wird eng. Das halt alles weg, so, und dann geht hier die Treppe hoch. Und dann ist man hier oben bei mir. Dann musst du aber trotzdem weg. Scheiße, Mann. Ja, komm, muss sein, muss sein. Dann kommst du noch weg. Und ich denke, so kann man das fast schon stehen lassen. Ja, gucken, das würde auf jeden Fall später sowieso noch anders aussehen. Wenn ich Zeit habe, wenn ich nicht aufnehme, dann denke ich mir da schon was Besseres aus. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich freue mich schon, wenn ihr hier drauf seid und eure prächtigen Villen hier mit drauf baut. Oh, guck mal, da ist ein Creeper drin. Bin gespannt, was ihr so schönes zaubert dieses Jahr. Mal gucken, ob Nugget wieder mitmacht. Nugget macht mal den richtig geilen Scheiß. Da brennt er. Oh, was habe ich bekommen? Habe ich einen Bogen bekommen von ihm? Pfeil der Langsamkeit. Niemand wird mir entkommen. So, der nächste Baum wird jetzt gefällt. Vielleicht sollte ich mir eine Axt bauen. Vielleicht wär das der erste Schritt. Ich habe seit einem Jahr kein Minecraft mehr gespielt, muss ich zugeben. Einmal gucken. Vielleicht werde ich dieses Jahr auch öfters was mit dem Server machen, wenn das jetzt hier funktioniert. Einwandfrei. Dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass ich öfters mal wieder irgendwas mit dem Server mache. Ein paar Setzlinge finde ich ganz geil. Ach, da habe ich gerade einen bekommen. Einen einzigen Setzling. Gib mir mehr. Wir haben auf jeden Fall da hinten einen Wald, also macht euch keine Sorgen, dass ich euch hier die Bäume wegnehme. Ihr müsst halt ein bisschen weiterlaufen als ich.
Leben, wenn man dann der Zweite ist, der hier auf den Server tritt. Wie gesagt, ich würde euch bitten, auf jeden Fall von hier bis Maus da hinten. Obwohl, hier geht eigentlich noch, ne? Hier geht noch. Ich würde sagen, ich annektiere diesen Bereich hier, ne? Ab hier. Könnt ihr da meinetwegen bauen, könnt ihr Nachbarn von mir werden, aber dieser Hügel gehört mir. Und diese Mine. Aber ich beansprucht. Gut, ich will heute auch gar nicht so lange machen, weil ich möchte auch, dass ihr auch auf den Server kommt und mit mir zusammenspielt. Für alle zur Info, ich habe einen Discord und auf Discord wird es wieder einen Channel geben mit dem Winterab und es wird auch einen Voice-Chat geben mit Winterab. Das heißt, ihr könnt auch mit den anderen zusammen spielen, euch bequatschen und zusammen auf Abenteuer gehen und oder zusammen die Fische da zusammen prügeln. Warum ist da kein Eis? Warum schmilzt das alles? Er schmilzt gar nicht, ne? Gefriert. Oh je. Ich werde es auf jeden Fall öfters mal manuell schneiden lassen. Einfach, ich finde, das gehört dazu. Ich finde, Schnee gehört dazu. Definitiv. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann gemeinsam heute Abend hoffentlich, wenn ich Zeit habe. Ich habe nämlich noch einiges zu tun und ich bin gespannt, wie es dann nachher hier aussieht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.